das ich Ihnen heute vorstellen möchte, ist von Anna Seghers. Das wird den meisten von Ihnen noch ein Begriff sein, denn zum Beispiel ihr Roman Das siebte Kreuz ist immer noch Schullektüre, Oberstufenlektüre und daher sehr bekannt. Das Buch, das ich Ihnen heute zeigen möchte, allerdings Der Aufstand der Fischer von Santa Barbara, ist inzwischen schon etwas vergessen, obwohl die Autorin damit 1928 bekannt wurde und sogar den Kleistpreis dafür erhalten hat, aufgrund der mythischen Dimension und der expressionistischen Erzählweise des Werkes. Und Anna Seghers ist grundsätzlich überhaupt eine sehr interessante Schriftstellerin gewesen. Sie hat 1900 geboren, unter einem Künstlernamen gearbeitet und hat dann in Heidelberg 1920 bis 1924 Sinologie und Kunstgeschichte studiert, was damals durchaus unüblich war für eine Frau, und ist auch promoviert worden. Sie ist dann wie so viele linke Schriftsteller nach Hitlers Machtergreifung ins Exil gegangen, und zwar über Paris und Marseille nach Mexiko und erst 1947 wieder nach Deutschland zurückgekehrt, wo sie dann auch noch den Georg-Büchner-Preis erhielt. Sie hat dann in Berlin gelebt und ist dort 1983 gestorben. Und eins ihrer schönsten Werke, wie ich finde, ist immer noch Der Aufstand der Fischer von Santa Barbara. Erzählt wird die Geschichte von Johann Hall, der von der Margareteninsel an der bretonischen Küste in einem kleinen Boot auf die Insel Santa Barbara fährt. Er ist einsam und allein. Dort angekommen wird er schon sehnsüchtig von den Fischern der Insel erwartet, denn denen sollen die Einkünfte aus ihren Fischfängen gekürzt werden. Und sie wollen von Johann Hall wissen, ob sie jetzt streiken sollen oder nicht. Johann ermutigt sie, in den Streik zu treten und an sich zu glauben. Das machen die Fischer auch. Und am nächsten Tag beginnt der Streik. Nach einer Weile stellt sich aber heraus, dass umso länger dieser Streik andauert, umso größer die Differenzen werden und die Kämpfe zwischen den einzelnen Inselbewohnern, und sich in einer solchen extremen Situation dann doch zeigt, wer Freund und wer Feind ist. Und hier, sage ich mal, die einzelnen Charakterzüge der Figuren deutlich zum Tragen kommen und auch die Schwierigkeiten, in solch einer Situation noch zusammenzuhalten. Und das Interessante ist, dass Anna Seghers das Buch praktisch mit dem Ende beginnt. Also der Aufstand endet damit, dass die Fischer weniger bekommen, als sie vorher vor diesem Streik eigentlich gehabt hätten für ihre Fänge. Und sie beginnt mit diesem Ende. Der Aufstand der Fischer von Santa Barbara endete mit der verspäteten Ausfahrt zu den Bedingungen der vergangenen 4 Jahre. Man kann sagen, dass der Aufstand eigentlich schon zu Ende war, bevor Hall nach Port Sebastian eingeliefert wurde und Andreas auf der Flucht durch die Klippen umkam. Also der Roman macht schon am Anfang neugierig, weil er von hinten aufgerollt wird. Sie sollten ihn sich auf jeden Fall noch mal anschauen.